Von vielen unserer Kunden, wenn es um das Thema Firmenjubiläum, Firmenchronik geht, werden wir oftmals gefragt, warum sollen wir das mit der Poweralica machen? Die Antwort ist an und für sich relativ einfach, weil sie von uns alles aus einer Hand bekommen. Das Vorgehen bei einer Firmenchronik ist folgendes. Wir schöpfen im Prinzip die Informationen, die wir benötigen, aus dreierlei Quellen. Die erste Quelle sind firmeneigene Archivalien. Wir sichten diese firmeneigenen Archivalien. Oftmals geht es einher mit der Erstellung eines kompletten Firmenarchivs mit Digitalisierung, mit Findbuch, alles was ein professionelles Archiv ausmacht. Die zweite Quelle, die wir nutzen, das sind natürlich Menschen, die wir noch interviewen können. Gesellschafter, Geschäftsführer, Gründer, Pensionäre, Kunden, Geschäftspartner, die einen Wegbegleiter, die man dann interviewen kann. Und die dritte Quelle, das sind oftmals auch noch externe Archivalien. Gerade wenn die Firmen älter sind, wenn längere Geschichten anstehen, kaum einer weiß heute noch, was um die Jahrhundertwende in der Kaiserzeit passiert ist, kaum einer weiß, was im Nationalsozialismus passiert ist. Diese Dinge recherchieren wir, arbeiten auf. Das ist eigentlich unsere absolute Expertise. Wir kommen aus der Familienforschung. Wir haben über 300 Mitarbeiter, die in den Archiven anhand von Originalunterlagen recherchieren können. Das ist etwas, was kaum jemand anders in dieser Qualität weltweit bieten kann. Wenn man diese Informationen hat, dann geht es dran, im nächsten Schritt ein Manuskript zu erarbeiten, eine Geschichte herauszuarbeiten. Und das macht man heute auch nicht mehr, indem man das chronologisch langweilig runtererzählt, sondern eine Geschichte muss inszeniert werden. Dafür haben wir unsere Redakteure, die schreiben die Manuskripte, die werden das selbstverständlich Korrektur gelesen. Und wenn das Manuskript erstellt ist, geht man im nächsten Schritt an die Bildauswahl. Das hat sich in den letzten 20 Jahren auch massiv verändert. Der Anteil der Fotos, die wir heute in den Chroniken wiedersehen, der hat sich vervielfacht. Keine Textfriedhöfe, keine Buchstabenfriedhöfe mehr, sondern wirklich gut inszenierte, gut gelayoutete Geschichten. Und dann sind wir damit auch schon beim nächsten Punkt, indem man dann halt komplett Coverlayout, Seitenlayout für unsere Kunden macht und das Buch komplett durchlayoutet, Lektorat macht und zum Schluss dann auch Druck und Bindung begleitet. Das bekommen unsere Kunden komplett aus einer Hand. Sie müssen im Prinzip nur sagen, wie hoch die Auflage sein soll, ob sie mehrsprachig sein soll. Heute auch keine Seltenheit, dass man in Deutsch, in Englisch, Französisch, auch in anderen Sprachen diese Chroniken übersetzt. Und das ist ja im Prinzip das Charmante in der Zusammenarbeit mit uns. Sie haben einen Ansprechpartner, wir haben eine Projektleitung hier im Haus, die die Termine überwacht, die unterschiedlichen Arbeiten koordiniert. Und man sollte schon, wenn ein entsprechender Anlass gegeben ist, fast ein Jahr Vorlauf haben, um so eine Chronik in aller Ruhe vorzubereiten, Korrektur zu lesen, Ideen noch mit einzubringen. Soll auch Spaß machen und dann kommt am Ende auch ein tolles Werk bei so einer Geschichte raus.